Hallihallo, hier ist wieder Papa Noob und es geht weiter mit Cube Life, Island Survival. Wir befinden uns mittlerweile im Quadranten B1. Alles andere war irgendwie ziemlich leer unterwegs. Und wenn ihr jetzt mal genau hinhört, hört ihr so ganz leise eine freundliche Melodie. Also ich habe die Hoffnung, dass das hier eine friedliche Insel ist. Und dann gucken wir mal direkt. Ah, jetzt wird es auch langsam zu einer Insel. Ah, da steht ein Haus. Müssen wir nur noch eine schöne Anlegestelle finden. Ich sehe auch einen Wachturm. Mal halten wir doch mal direkt hier an. Ist das Wasser schön flach? Okay. Hier werde ich zwar wieder nichts abbauen können, fürchte ich, aber wow. Hier ist eine Schildkrötenzucht oder sowas. 1, 2, 3, 4. Wow. So kam ich. Ja, du mich auch. Vedoucí na campo te So kam pomůžete? ich. Já ne tut poraní televize nebo poraní Vier chladnička. Stück. Zdraví na tut. Da oben noch einer auf dem Turm, Vedoucí na sind campo te 5. pomůžete? So kam Ach, ich. poraní televize ist hier eine nebo poraní Anlegestelle? chladnička. Oh, die war mir gar nicht aufgefallen vorhin. Nur egal. Ah, ein Kanu. Ja. Abbauen können wir nichts. Die Insel ist auch relativ klein. Dafür können wir schwimmen gehen. Das Ding ist mal echt tief. Könnte ich natürlich noch die Taucherbrille aufziehen, aber naja, also. Naja, brauchen wir glaube ich nicht unbedingt. Nur auftauchen sollten wir. Okay. Ein bisher nichtssagendes Wasserloch. Extrem viele Schildkröten. Also das können wir mal festhalten. So kam ich. So, der da hat Pfeil und Bogen. Zdraví Sehe ich das richtig? Jawohl. Wenn das nur einer mit Pfeil und Bogen ist. Hacke, Hacke. Hacke, Hacke. Das würde sich fast anbieten, den da oben schnell platt zu machen, die Treppe zu entfernen und die dann von oben zu erledigen, weil Pfeil und Bogen ist nicht. Das heißt, ich habe eine super Position. Und dann hätte ich jede Menge Schildkröten, die ich aber eigentlich gar nicht brauche. Ansonsten haben wir Palmen. Da hinten schwimmt irgendwas. Momento. Wo ist mein Fernglas? Ah, da. Da kommt eine Kiste. Ist jetzt hier die große Frage, flippen die dann auch aus, wenn ich die Kiste mir schnappe? Was ich bis jetzt auch nicht entdecken kann, sind Haie. Das wäre natürlich ausgesprochen sympathisch. Ey, du Kiste, wo schwimmst du hin? Kommst du zu mir? Alter, dir jetzt aber eilig. Moment. Was bringt mir das, wenn ich die Kiste aufmache? Naja, vielleicht ein bisschen was.
Wo ist die Kiste abgeblieben? Hier. So. Im Allgemeinen sind die ein bisschen stinkig, wenn man was aufmacht. Insofern probieren wir es einfach mal aus. Schlimmstenfalls müssen wir nochmal neu starten. Ah, ne, passt. Okay, zwei Bettteile. Habe ich irgendwas, was ich schnell wegwerfen könnte, weil ich es echt nicht brauche? Eigentlich nicht. Bedauerlich. Gut, man könnte natürlich jetzt ganz schnell das hier tauschen und gucken, ob ich das schnell genug auffutter. Ja, ist gut. Danke, jetzt musste der Durst kriegen und ich konnte hier nichts mehr aufmachen. Nichts mehr einsammeln. Super. Das war dieses komische, was war das überhaupt? Skorpionfleisch, das macht anscheinend Brand wie eine Kuh. Naja. Schildkröte? Schildkröte. Also im Großen und Ganzen wird diese Insel dann interessant, wenn man sie übernimmt. Wie sieht meine Bewaffnung aus? Ein Silberschwert habe ich noch. Das könnte fast sogar reichen, aber eigentlich muss das im Moment noch nicht sein. Oh. Immer dran denken, hier ist Wasser. Verdammt, wo ging es hier raus? Oh, hier zum Beispiel. Gut. Also bei genauer Betrachtung, schöne Insel, aber für mich im Moment vollkommen uninteressant. Das heißt, ich versuche jetzt einfach meinen Fluss zu finden und fahre direkt weiter. Also B2 ist ein bisschen langweilig. Ist natürlich zappenduster hier. Gucke ich erstmal noch. Nicht, dass ich hier direkt gegen Sand knalle. Nee, hab gut eingeparkt. Alles okay. Dann beschädige ich mir auch meinen Floß nicht. Und dann fahre ich jetzt weiter zur nächsten Insel. Die hier berührt mich im Moment eigentlich gar nicht. Ist nicht wirklich interessant. Vielleicht komme ich hier irgendwann nochmal her und mache die platt, aber eigentlich ist die witzlos. Gut, es wäre natürlich denkbar, dass in den Kisten was Interessantes drin ist, aber im Moment habe ich eigentlich alles, was ich brauche. Insofern fahre ich weiter. Bis gleich. Geschafft, wir sind auf der nächsten Insel und das Spiel fordert mich direkt mal auf zu speichern. Keine so schlechte Idee, machen wir auch direkt. Und wenn ich jetzt Glück habe, dann weiß ich sogar, welche Insel das ist. Und dann erwartet uns hier noch was Besonderes. Aber erst speichern wir mal. So, erledigt. So, und wenn ich mich recht erinnere, gibt es hier irgendwo eine relativ flache Stelle im Wasser, wo ich wunderbar meine Hütte hinstellen kann, aber das sieht dann doch nicht so aus. Aha, doch. Die Stelle hier nehmen wir. So, hier werde ich meine Hütte platzieren und das mache ich jetzt einfach mal, wie immer, kennt ihr ja schon. Und wenn die steht, machen wir weiter. Okay, unsere Hütte steht. Das heißt, wir können uns hier erstmal verkrümeln, wenn was ist. Heute Nacht, dann machen wir mal die Karte auf. Gut, dass wir hier auf H1 sind, habt ihr ja mitgekriegt. Dann gucken wir uns mal die Insel an. Und das erste, was uns begrüßt, ist ein Gorilla. Der ist so lange friedlich, wie wir ihn in Ruhe lassen. Glaube ich.
Ja, alles gut. Würdest du beim Fluss runtergehen, du Affe? So, oh, eine Kiste. Die gönnen wir uns direkt. Ich glaube, hier gibt es auch keine Haie, bin mir aber nicht sicher. Wenn es welche gibt, erfahren wir es möglicherweise gleich. So. Oh, und da war wieder jede Menge Schießpulver drin. Sehr schön. Möglicherweise waren noch Pfeile drin. Habe ich jetzt nicht genau gesehen. Egal. Was drin war, haben wir auf jeden Fall. So, dann flitzen wir hier mal außen rum. Platsch. Gibt es auf jeden Fall... Oh, eine Höhle. Okay. Dann haben wir normale Palmen. Dann sieht das mir hier nach Bananen aus. Ist auch gut. Die Gorillas sind mehr oder weniger allgegenwärtig. Ich hole mal den Eimer hier nach unten. Ah, das hier. Mein Trap. Okay. So, da hinten krabbelt einer. Okay. Ach, guck mal da. Noch eine Mini-Insel vorne dran. Da hätten wir auch schön die Hütte hinstellen können. Aber ist jetzt egal. Wir haben ja eine, sind gut aufgehoben. Was war das hier nochmal für Holz? Ich glaube, das ist Akazie. Sollte es doch von dem Ebony Wood sein, auch gut. Ich kann mir das irgendwie nicht so richtig merken. Ein paar Bäume erkenne ich zwar, aber nicht alle. Und da krabbelt einer die Palme hoch. Lull. Ah, oh, genial. Regen. Den brauchen wir. Den brauchen wir dringend. Dann kippe ich mir erstmal den ganzen Eimer rein. Gut. So. Okay. Hier hätte man auch schöne Hütte hinstellen können. Also Auswahl gibt es hier genug. Oh, Swimmingpool. Ein paar farbige Algen gibt es hier auch, falls jemand von euch noch braucht, um die... Hallali, der krabbelt aber hoch. Falls jemand von euch noch Algen braucht. Ich versuche mich gerade an diese Insel zu erinnern, klappt aber ehrlich gesagt nicht ganz so. Aber das werden wir schon noch hinkriegen. Weil ich war hier ja irgendwann schon mal und ich weiß, dass irgendeine Insel hochinteressant war. Und ich meine, es wäre diese hier gewesen. Da es aber jetzt schon relativ spät ist, gucken wir eigentlich nur noch schnell auf die Karte, wie groß die ist. Ja, reicht. Und dann gehen wir mal suchen. Weil wie gesagt, ich suche was Bestimmtes. Das machen wir dann aber wohl oder übel erst morgen früh. Da schwimmt ein Affe, also ein Gorilla. Also ich muss sagen, die Gorillas schön und gut, aber die Schimpansen sind mir irgendwie lieber. Die sind viel lustiger. So, das schieben wir mal zur Seite. Brauchen wir nicht unbedingt gerade. Fackeln werden wir wahrscheinlich ein paar brauchen, um Licht zu machen. Damit habe ich eigentlich schon mehr verraten, als ich eigentlich wollte. Dann nehmen wir mal die Steine und packen die hier hin, weil ich nämlich hier ja doch was hinstellen sollte oder was hinmachen sollte vielmehr. Von da kann nicht viel kommen, okay. Ja, machen wir einfach hier dicht, dann haben wir auf jeden Fall eine Ecke, in der wir einigermaßen sicher sind. Jetzt checken wir mal noch unser Werkzeug und stellen fest, ich habe keine Spitzhacke mehr. Und damit wäre auch das Spitzhackenproblem gelöst. Okay.
Damit haben wir alles, was wir brauchen und lassen jetzt mal wieder gechillt die Nacht rumgehen und dann gehen wir mal auf die Suche. Und ich leg mir noch ein paar Sachen in die Kiste, fällt mir da so frühwarm ein. Und das bringt ja nichts, wenn ich dann was Interessantes finde und kann es nicht mitnehmen. So, jetzt haben wir doch schon einigermaßen Platz da drin. Hoffentlich vergesse ich die Diamanten nachher nicht, weil die sind echt wertvoll, finde ich. Gut, gleich geht's weiter. Die Nacht ist jetzt noch nicht rum, aber ich mache schon mal ein bisschen weiter. Und zwar, ich habe mir Krabben gegrillt. Hatte ich ja dabei und was soll ich damit? Mache mir nur ein Inventar voll. Und wenn ich die esse, habe ich aber festgestellt, das gibt 10 Punkte beim Essen, also nicht die Welt. Aber pro Krabbe gehen auch 2 Punkte beim Durst runter. Das heißt, die sind wohl ein bisschen salzig, die Kameraden. Dann testen wir doch gleich mal noch aus. Ah ne, habe ich gar nicht hier. Ich habe ja noch ein bisschen von dem Skorpionfleisch. Das grillen wir auch mal schnell. Da. Weil, als ich das vorhin roh gegessen habe... Wow, noch zumindest ziemlich schnell gar. Als ich das vorhin roh gegessen habe, hatte ich ja auch auf einmal schlagartig Durst ohne Ende. So, also eingeborene. Kannibalen gibt es hier offensichtlich auch jede Menge. Aber nicht mehr lange. Jetzt fallen sie wie die Fliegen. Jetzt sind sie weg. Gut, dann sehen wir uns mal die Insel genauer an. Dafür machen wir aber erstmal die Karte ein bisschen kleiner. Und im Prinzip werde ich jetzt versuchen, einfach den Punkt zu finden, an dem ich früher schon mal war, dass ich eine Orientierung habe. Ich häng fest. Ich glaube, ich bin ja schon richtig. Also hier gibt es auf jeden Fall Papageien. Ja, das kommt mir bekannt vor. Na, dann wünscht mir mal Glück, dass ich das finde, was ich suche. So. Jetzt mache ich die Karte mal eine Ecke kleiner. So, hier gibt es auf jeden Fall jede Menge Steine und Zeug. Dann brauche ich mal Werkzeug. Dann nehmen wir mal die hier. Dann gönnen wir uns noch einen schnellen Schluck aus dem vollen Eimer, bevor es aufhört zu regnen. So, und jetzt muss ich suchen. Das klang wie ein Affe. Also wie so ein Gorilla. Was wir hier schon mal haben, ist Fettkohle. Aber das ist erst der Anfang von dem, was ich hier finden will. Wenn ich nur wüsste, wo das ist, was ich suche. Aber das finden wir schon. Da bin ich mir ziemlich sicher. Schlimmstenfalls sammeln wir jetzt erstmal ganz viele unnötige Cranberries. Ah, hier kann ich auch das mal mit den Krabben demonstrieren. Gleich sind wir beim Essen auf 97 und beim Trinken noch auf 94. Zack! Seht ihr's? Die machen Durst. So, wenn ich das nicht finde, was ich suche, muss ich mir was anderes einfallen lassen. Ich weiß nämlich, dass hier irgendwo eine Höhle ist. Der Eingang ist nur einigermaßen versteckt. Ich müsste auch mal auf der Karte gucken, ob ich überhaupt am richtigen Platz ungefähr bin. Ich meine aber ja.
Aber ich mache das halt alles so aus der Erinnerung raus. Und ja, das erste Durchspielen war 2018, also mittlerweile vor 2,5 bis 3 Jahren. Also kann das durchaus mal passieren, dass was länger dauert. Na komm schon. Wo bin ich denn hier? Ja, ich meine, dass das hier irgendwo war. Nee, da unten war es nicht. Ist mir jetzt Latte. Ich grab mich jetzt da rein. Da ist die Spitzhacke. So, wenn ich es hier nicht ziemlich zeitnah finde, das also das, was ich suche, dann unterbreche ich und mache dann gleich weiter, wenn ich es gefunden habe. Ich kann mich dann nämlich durchaus ein bisschen vertun. Ich hätte schwören können, dass hier dieser verdammte Eingang irgendwo versteckt ist. Habe ich gerade was gehört? Okay. Machen wir es anders. Ich buddel mich hier mal rein und wenn ich es gefunden habe, geht's weiter. Ich brauche ein bisschen Zeit. Die Erinnerung kommt offensichtlich nicht so schnell zurück, wie ich dachte. So, ich habe jetzt mal eine Nacht rumgehen lassen, bin auch dabei, mich hier reinzugraben. Und ich werde jetzt mal einen Moment stehen bleiben und dann dürft ihr einfach mal lauschen, ob ihr was hört. So, wenn ihr jetzt was gehört habt, habt ihr gute Ohren. Wenn ihr nichts gehört habt, seid ihr taub. Ich bin also nicht so ganz weit weg von dem Punkt, wo ich hin will. Und ich grab mich jetzt einfach mal blind hier rein. Ich weiß nämlich nicht mehr wirklich, wo der Eingang war. Oder wo das ist, was ich suche, sagen wir es mal so. Da anscheinend mal nicht. Aber wenn ich es gefunden habe, sage ich euch Bescheid. So Leute, nachdem ich jetzt gefühlt stundenlang an einer völlig falschen Stelle rumgegraben habe, merkt euch diese Position. Hier ist der Höhleneingang, den ich gesucht habe. Hicks, da könnt ihr auch ganz entspannt reingehen. Weil die Höhle ist elend groß. Hier gibt es schöne Wandmalereien. Und jede Menge Kohle. Deswegen habe ich auch ein paar Fackeln dabei. Und dann werden wir auch mal gucken, ob wir diese Stimme finden, also den Ursprung dieser Stimme. Hoppla! Das wäre beinahe schief gegangen. Uiuiuiuiuiui. Oh Oh no! doch. So, wir graben uns mal hier runter. So, da machen wir noch ein bisschen Platz. Bestens. Okay, jetzt muss ich mir noch schnell noch ein paar Fackeln zaubern. Kohle habe ich ja genug. Gibt es hier nämlich ohne Ende. Oh. Wie? Mehr als 15 kann ich nicht herstellen. Nein, ich habe keine Sticks mehr. Kann ja wohl nicht wahr sein. Na gut, egal. Den Höhleneingang können wir uns ja später noch markieren. Ich mache jetzt hier erstmal überall so ein bisschen Licht hin. Die Höhle zu erforschen wird länger dauern.
Oh. Meine Herren, die ist schon richtig groß. Darin kann man sich definitiv verlaufen. Und wenn ich mich jetzt noch ernsthaft daran erinnern könnte, wo meine Hütte ist, dann könnte ich mir auch einen direkten Zugang machen. Aber das hier ist nicht die schlechteste, nicht die schlechteste Methode, das Ding hier erstmal hell zu erleuchten. Hallo Affe, was willst du hier? Richtig Fettkohle, würde ich sagen. Aber das ist im Prinzip noch nicht alles, was ich... Huch, Band. Das ist aber noch nicht alles, was ich suche. Wobei wir der Sache langsam näher kommen hier. Wieso kann ich keine Fackel aufstellen hier? Weil ich direkt vor der Wand gestanden habe. Na toll. Also hier werde ich eine ganze Zeit lang mit Kohle abbauen beschäftigt sein. Wäre auch mal interessant, so einen Affe zu killen, oder? Oder lasse ich das lieber? Wir probieren es aus. Autschi. Hä? Früher haben die mal Fleisch gedroppt. Oh, der hat auch was gedroppt. Gorilla-Leder. Okay. Der war jetzt zugegebenermaßen erschreckend schwach. Ah, übrigens, ich habe mir von dem Skorpionfleisch gebraten und vorhin mal eins getestet und festgestellt, das füllt richtig viel Leben auf. Ich kann euch noch nicht genau sagen, wie viel, aber es war sehr viel. So, jetzt habe ich das Problem, dass ich nicht mehr weiß, wo ich hier reingekommen bin. Aber genau genommen würde ich gerne nochmal hier raus. Ah, da oben bin ich hergekommen. Da muss ich mir irgendwie nochmal eine Art Markierung hinmachen. Ich überlege gerade welche. Achso, Moment. Wie, meine Fackeln sind schon wieder alle? Mist. Dann machen wir das so. Dann mache ich mir hier, wo ihr gerade schon wieder diese Stimme hört, da mache ich mir so eine Markierung hin. Und dann werden wir diese seltsame Stimme suchen. Aber erst, wenn ich mir noch ein paar Fackeln gemacht habe. Das heißt, der Part wird wieder ein bisschen länger. Oder er sieht es erst im nächsten. Da hinten ist auch nochmal irgendwas. Also, das nenne ich mal ein Riesenhöhlensystem. Und also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass auf dieser Insel wirklich, keine Ahnung, 1000 Kohle oder so gibt. Also jetzt nicht übertrieben, sondern ernsthaft. Das ist wirklich wahnwitzig viel. So, jetzt legen wir erstmal hier immer noch mal den Eingang richtig frei, dass ich das auch das nächste Mal wieder auf Anhieb finde. So, das könnte gehen. So, also wenn ihr auf der Insel seid, ist der da hoch. Da hoch und dann finde ich es wieder selbst nicht mehr, glaube ich. Doch, hier. Das heißt, ich stelle mir auch hier so eine, ich nenne es jetzt mal Sandsäule hin. Das ist auf jeden Fall hilfreich. So, jetzt
kleiner Wegweiser. So, jetzt gehe ich auf jeden Fall an meine Hütte, mache mir erstmal eine größere Menge Spitzhacken, weil die Kohle will ich natürlich haben. Also, zumindest einen größten Teil davon. Hoffentlich haben die nicht mitgekriegt, dass ich ihren Bruder gekillt habe. So. Bei den Gorillas müsst ihr übrigens ein bisschen aufpassen, die können klettern, die Kameraden. Ob sie hier hochkommen, weiß ich nicht, aber es ist nicht vollkommen ausgeschlossen, könnt ihr immer ausprobieren. So, jetzt muss ich leider schon wieder eine Nacht überspringen, aber dann geht's weiter. Wir sind wieder am Höhleneingang. Ich war schon mal drin, weil ich noch was gesucht habe. Und ich habe es gefunden. Also, ihr geht einfach hier die Höhle rein. Die Kohle könnt ihr später abbauen. Werde ich auch so machen. Dann wuseln wir hier runter. Runter, 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 runter. Bis zu der Stelle, wo es so steil abwärts ging vorhin, wo wir uns sauber eine Treppe gebaut haben. Und dann macht ihr ein paar Schritte hier rein. Dann dreht ihr euch mal um. So, hier ist, hier sind wir runtergekommen. Das ist meine Markierung. Und wir haben doch vorhin so eine komische Stimme gehört. Und wenn wir hier hingehen, versteckt sich da hinten dran ein Tunnel. Wenn wir den hier lang spazieren, wird diese ominöse Stimme lauter. Nur sehe ich den Typ gerade nicht. Okay, Fortnite Update. Was soll denn das denn? So. Ach, guckt mal hier. So. Da hinten ging es raus. Und da ist die Stimme. Und allen Ernstes, da sitzt ein Typ in einem Einkaufswagen. So, der sieht jetzt so aus, als ob man ihn beschädigen könnte. So, ah, hier ist noch was interessant. Ich knall da mal gerade so eine Fackel drauf. Diesen Stein hier. Da könnt ihr drauf rumkloppen, wie ihr wollt. Da passiert absolut überhaupt gar nichts. Solche Steine könnt ihr euch auch an anderen Stellen, wenn ihr tief genug grabt, mal begegnen. Da geht nichts mehr. Ja, und Opa sitzt hier und meckert. Und man kann machen, was man will. Er dreht sich immer in seine Richtung. Also in unsere Richtung. Was wollte ich noch? Ah. Moment. Irgendwo hatte ich doch hier... Ah, genau. Hier gibt es noch ein paar interessante Steinchen abzubauen. Klack. Das sollte Saphir sein. So, und jetzt... der sitzt jetzt hier die ganze Zeit rum und chillt in seinem Einkaufswagen und wiederholt sich irgendwie die ganze Zeit. Jetzt speichern wir das Ganze mal. Gut. Jetzt können wir zum Beispiel hingehen und werfen dir mal eine Mango an den Kopf oder so. Mal gucken, was er dann macht. So. Hallo, willst du Mango? Nix. Interessiert nicht, ist satt. Jetzt hupfen wir mal kurz hier rauf. Und jetzt knallen wir dem mal eine. Und nun ist er weg. Und der kommt auch nie wieder. Der ist einfach weg jetzt. Und droppt ganze zwei Bananen. Also ich habe keine Ahnung, was derjenige, der sich das ausgedacht hat, geraucht hatte. Aber okay, das ist einfach so. Mehr macht der Typ nicht. Da ich den witzig finde, lade ich jetzt einfach nochmal neu. Main-Menü? Ja. Ich lade jetzt einfach nochmal neu, weil, wie gesagt, ich finde den Typ witzig. Deswegen lasse ich den da, wo er ist. Ihr habt jetzt gesehen, was passiert. Man knallt dem eine, dann springt der Motor vom Einkaufswagen an und mit quietschenden Reifen haut er ab.
Den Sinn und Zweck habe ich echt noch nicht verstanden. Und beim ersten Spielen habe ich den gefunden, weil ich eigentlich nur ganz viele Steine sammeln wollte, mich in den Berg reingegraben habe und irgendwann dem seine Stimme gehört habe. Und ich habe mich, glaube ich, stundenlang durch die Insel gegraben, bis ich den Typ gefunden hatte. Und ich kam natürlich da hinten raus. Hier irgendwo bin ich dann runtergesegelt und stand auf einmal hier. Und da war der Typ. Und ja, dann habe ich später erst entdeckt, dass hier eigentlich eine riesen Höhle hinten dran ist. So. Gut, wenn ich mich hier so umgucke, habe ich ein bisschen was zu tun. Weil, also wenn ihr Kohle braucht, dann seid ihr hier absolut richtig. Wie ihr seht. Wir gucken jetzt mal noch so ein paar Ecken rum, ob es hier noch was gibt. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen war es das in dieser Höhle. Ich hoffe, ich irre mich gerade nicht. Also hier kann man sich echt verlaufen, so groß ist die. Ah ja, und diese Markierung ist sehr hilfreich, weil da finde ich auch immer wieder raus. Ich gehe jetzt mal noch in die Richtung. Aber ich glaube, so viel mehr kommt da nicht mehr. Nee, da hört es ziemlich auf. Gut. Also wie gesagt, hier könnt ihr Kohle abbauen bis zum Abwinken. Das mache ich jetzt auch. Und dann werde ich mich wohl auf die nächste Insel aufmachen und dann mit richtig viel Kohle im Gepäck. Beziehungsweise vielleicht nehme ich jetzt einfach mal so viel mit, wie ich gerade tragen kann und komme dann später nochmal. Weil ich sehr viel Kohle brauchen werde, wenn ich mich auf diese ganzen Inselbosse, wie ich sie nenne, vorbereite. Dann brauche ich den Pfeilspitzen ohne Ende. Und Steinpfeile sind nicht so der Burner, also nehme ich da wahrscheinlich eher Eisen und Ah, okay, ich dachte schon, muss da noch Platz für die Kohle haben. Da werde ich wahrscheinlich eher Eisen und so ein Zeug nehmen. Eisen, Silber, Gold, Diamanten, keine Ahnung, alles wahrscheinlich. Naja, und um Metall einzuschmelzen, wisst ihr ja, brauchen wir jede Menge Kohle. Was ist hier denn? Ah ja, nur Steine. Gut, alles klar. Okay, wo war jetzt wieder der Ausgang? Ah, hier. Gut, alles klar. Und an irgendeiner Stelle hier, Moment, ah nee, das war oben, hatte ich noch was gefunden? Hm? Ach so, das sind doch komische Schatten. Alles klar. An irgendeiner Stelle hier hatte ich noch was gefunden, wo ich dachte, oh wie genial, da kann ich mir eine Abkürzung bauen. Ich muss nur gerade mal gucken, wo das war. Ah ja, das war hier drüben. Weil wenn man sich hier hochwurstelt und da geradeaus rausgräbt, vermute ich mal, dass man da irgendwo ziemlich nah an meiner Hütte rauskommt. Ja, so zum Beispiel. Genauso mache ich das jetzt auch. Ich buddel mich da einfach mal durch und mache mir hier einen Zugang, der ein bisschen näher an meiner Hütte liegt. Da muss ich nicht immer da außen rumrennen. Und damit ich den auch wieder finde, machen wir schön den hier. Na komm schon. So. Das heißt, wenn ihr die Höhle schneller finden wollt wie ich, dann parkt ihr am besten an dem Platz, den ich euch vorhin im Video gezeigt habe. Baut dort eure Hütte hin oder ihr grabt euch einfach hier an der Stelle rein. Das geht eigentlich auch ganz gechillt. Wenn ihr nicht gerade rückwärts ins Wasser fallt. Na gut. Okay. Das reicht dann, glaube ich, für den Moment. Das ist wohl eine der interessantesten Inseln. Und eine der ergiebigsten. Also ich glaube, mehr Kohle wie auf der Insel findet ihr in dem ganzen Spiel nicht. So, nochmal zur Erinnerung. Das ist die Insel H1. Und damit ist es für diesen Part
erstmal gut. Das heißt, ich verabschiede mich wie immer mit den Worten, ihr dürft gerne meinen Kanal abonnieren, meine Videos kommentieren, ihr solltet die Glocke aktivieren, damit ihr nichts verpasst. Und ansonsten genießt euer Leben. Ich brauche jetzt einen Kaffee nach der ganzen Sucherei. Das hat nämlich jetzt in Real Life Stunden gedauert.